Hey Leute, da sind wir wieder zu einem neuen Teil von Let's Play Mario Kart 8. Was für einen Kartteil haben wir wohl bekommen? Das Turbo-Bike, das hört sich doch gut an, weil ich bin eh so ein Bike-Fan. Das sieht sehr schön aus. Aber der Shy Guy hat ganz grauenvolles Tempo. Ja, damit müssen wir wohl leben. Schauen wir mal, ob wir mit dem Shy Guy was schaffen. Im Spezialcup. Was heißt Spezialcup? Natürlich am Ende ein Regenbogen-Boulevard. Ich sage euch was, Regenbogen-Boulevards und ich mischen uns überhaupt nicht. Das heißt, ihr werdet sehr viel Spaß mit mir haben. Jo, gucken wir mal, was uns erwarten wird. Ich muss auch was ankündigen hier, weil viele mich schon angeschrieben haben wieder per E-Mail. Wann kommen denn die Mario Kart 8 Teils? Es wäre natürlich jetzt schon viel schneller gegangen. Natürlich, übrigens wollten wir Straße Epic, ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Ist ganz simpel. Erstens wegen diesem Blackout meines PCs, was durch meine Dummheit entstanden ist, weil ich eine... Wow, der ist abgedüst. Ja, hört her, eine Beta installiert habe. I know, I'm a fucking genius. Weiß ich ja jetzt nicht noch einmal. Aber man muss halt auch aus Fehlern lernen. Unnötig. Aber auf jeden Fall. Ich werde mich wirklich bemühen, so oft wie möglich Part hochzuladen. Aber einfach, weil jeder Part über 1 GB immer ist, es ist schwer für mich. Und ich werde versuchen, so gut wie möglich und so oft wie möglich Parts hochzuladen. So, hier richtig toll. Man kann in die Gewitterwolken reinfahren. Muss aufpassen, dass die Blitze einen nicht treffen. Und hier gibt es eine tolle Abkürzung. Und ich muss aber aufpassen. Heißt halt wirklich hier aufholen. Ach, in der Kurve. Ja, habe ich verdient, dass ich in der Kurve gestartet. Ja. Sieht überhaupt nicht toll aus, ehrlich gesagt, möchte ich jetzt behaupten. Ich möchte es nicht nur behaupten, es ist so. Aufpassen, nicht in den Blitz rein. Ich sag nicht mehr, wie lächerlich das jetzt gerade war. Das kommentiere ich nicht. Vielleicht ja jetzt mal. Ja, so geht die Abkürzung. Es muss halt auch die Steuerung mal wollen. Aber ich schätze, dass es kein Fehler des Spiels war, sondern einfach, weil ich... Aber jetzt reicht's dann, okay? Jetzt beginnt es dann lächerlich zu werden. Kannst du jetzt bitte, Shy Guy, einmal Stunts machen? Ich weiß nicht, was mit dir ist, was dich dazu veranlasst, die... Oh ja, die Abkürzung rettet den ersten Platz. Es war überhaupt nicht optimal. Kurze Strecke, ich liebe die Wolkenstraße. Aber hier richtiges Item. Voll geballert und alles mögliche am Pech. Aber trotzdem noch erster. Passt. Jetzt, also generell, ich finde der Spezialcup hat richtig geile Strecken. Und deswegen jetzt knochentrockene Düne. Mit der Strecke habe ich doch Probleme, weil sie sehr kurvig ist. Und deswegen glaube ich, werde ich hier mit dem Shy Guy große Vorteile haben, weil der Shy Guy hat ein unglaublich geiles Handling. Also das kann ich jetzt hier schon mal direkt sagen. Ja, eindeutig. Also, ach fuck, was war das denn gerade? Ja, einfach mal so random abgeworfen. Hier ist eben auch jemand, den man freischalten kann, den Lakito, mit dem wir auch noch spielen mal. Wenn die Zeit reif ist, wahrscheinlich im nächsten Part. Hier, genau hier. Ja, ja, seht ihr das? Ich fahre immer an. Hier, knochentrocken. Moment, wie heißt denn die? Oh, scheiße, ich bin den falschen Weg gefahren. Ach.
so kann es bleiben, die Platzierung. Oh, die werfen mal Münzen. Danke. Danke, Toad, ihr seid richtig sozial. Also wirklich, dieses Spiel zeigt einem, wie wichtig das Driften ist. Weil hier lernt man es meiner Meinung nach. So, anderer Weg. Das ist meiner Meinung nach der beste Weg, weil hier kriegt man sehr viele Boosts. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist das der schnellere Weg. So. Auch schnell... Oh. Gott, was war das? Ich meine, der Blooper kann in diesem Spiel tatsächlich hinderlich sein. Wir haben gerade so viel Vorsprung eingebüßt, nur wegen dem dummen Fehler. Auf jeden Fall, der Blooper kann tatsächlich hinderlich sein. Den haben sie eindeutig verbessert. Hat man ja gerade gesehen. Da habe ich richtig gefailt, gerade weil ich nichts mehr gesehen habe. Komm jetzt mal, vielleicht ohne Anstoßen. Oh, nice. Achtung, aufpassen, die können sich natürlich drehen. So, schön die Boosts mitnehmen. So gut wie möglich, halt nicht runterfallen. Das ist das Wichtigste. Das kann natürlich passieren. So, aufpassen. So schnell wie möglich hier driften. Die Kurve ist sehr rasant. Achtung, Knochen trocken. Ja, passt. Ja, hier holen wir uns auch wieder den Training. Es läuft! Also ich glaube, das Training hat es eindeutig gebracht durch das ganze viele Online-Spiele. Aber das ist doch auch so gut, weil ihr wollt, glaube ich, nicht die ganze Zeit Scheißleistungen sehen. Deswegen passt das. Und das zeigt doch wenigstens, dass ich mal was drauf habe. Dass ich auch was kann und hier ein Vollloop bin. So. Mal kurz etwas trinken, bis das weitergeht. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsstrecken. Ganz ehrlich, vom ganzen Spiel. Bowsers Festung. Guckt euch schon allein diese Preview, dieser Stein-Bowser. Die Festung. Jesus Christ. Das sieht geil aus. Und es fährt sich auch richtig geil, sehr abwechslungsmäßig, abwechslungsreich. Werdet ihr gleich alles sehen. Die Mucke ist sehr rockig. Passt gut zu der Strecke. Gleich mal eine... Auch hier sehr kurvig, sollte ich eigentlich mit dem Schalker... Ja... Auch hier sehr viele Hindernisse, da muss man halt aufpassen. Das habe ich halt versaut gerade. Aufpassen. Und aufpassen auf die Hand, weil die, wenn die einen erwischt, das hält einen schon sehr auf. Sollte man unbedingt vermeiden, die falsche Richtung zu nehmen. Und das ist das, warum ich die Strecke so liebe. Lavafontänen sprühen nach oben, während man versucht auszuweichen. Richtig geil. Auch hier wieder Felsen, die versuchen einen zu erwischen. Wow, das hätte mich jetzt fast tatsächlich überrascht. Ah, nicht optimal, nicht optimal. Ah, passt aber dabei noch. Jetzt Laser auf dem Feld. Richtig geil. Unnötig. Dammit. Fast. Schön die Kurve genommen. Ja, ja, das passt. Das passt. Also, wir holen sehr viel durch den Boost drauf. LOL, das hat mich... Oh, das war... Okay. Das war... Da habt ihr es jetzt wenigstens mal gesehen. Dass es sich gerade so ums Einzel nicht ausgegangen. Ja, das ist ein österreichischer Ausdruck. Das heißt gerade nicht. Für ein paar, die es nicht wissen. Aber es sind eh, glaube ich, die zweitmeisten Zuschauer sind eh aus Österreich. Meistens sind aus Deutschland. Ey, komm, also das stört mich, dass ich da immer faile. So, letzte Runde, jetzt wird es dann aber Zeit für den ersten Platz. Schei geil. So, aufholen mit Baby Mario und den mal erwischen. Ah, so holt man nicht auf, schei geil. Nein, nein. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ganz viel Glück gerade. Im richtigen Moment. Nein, nein. Ach, was? Zum Teufel, wieso? Null. Scheiße, ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, das schafft man nicht mehr.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, schlechtes. Oh Jesus. Dummheit. Durch Dummheit jetzt Fünfter geworden. Verdient natürlich. Verdiente Dummheit. Naja, das war's dann mit den 3 Sternen, aber verdient. Das war. Die Strecke ist auch sehr actionreich. Und wenn ich dann versuche, gleichzeitig zu reden. Aber nein, das war auch Dummheit hier. Naja, kann man nichts tun. Ist schon vorbei. Und jetzt von außen her richtig geile Regenbogenboulevard. Richtig geil. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht. Viele Leute finden die richtig scheiße. Ich glaube natürlich auch. Also wenn ich zum Beispiel so Bowsers Festung sehe, dann weiß ich, dass mehr geht. Und mehr Action. Aber ich glaube, es passt. Ich finde die Strecke nicht so, wie viele sagen, schlecht. Ich finde sie eigentlich richtig toll. Ich beziehe mich natürlich immer hier auf das Aussehen. Einzige, was ich sagen kann, ich mag die Musik mag ich nicht. Das und das mag ich nicht, weil da kann man nichts dafür, da wird man einfach rausgestoßen. Das hasse ich, das kann ich auch so sagen. Weil, ihr habt es ja gerade gesehen, da konnte ich nichts dafür, das war einfach so, jo. Weil Baum. Kann natürlich auch schnell Spur wechseln, warum auch nicht. Ich weiß nicht, ich versuche immer diese Boosts zu meiden, weil normalerweise hauen sie mich immer runter. Und das ist so böse, wenn man dabei jemanden anstoßt und einen Boost bekommt. Einerseits toll, andererseits kann man damit so absacken. Und sehr kurvenreich natürlich, wie man es von dem Regenbogenboulevard gewohnt ist. Dabei würde es passen, ärgert sich dann natürlich noch viel mehr, das mit Bowsers Festung. Böse ist es halt einfach, wenn man hier in der Kurve getroffen wird. Weil man eigentlich nichts dafür kann und runtergeschmissen wird. Aber kann man ja auch nicht viel dagegen jetzt ändern. So, immer schön hier die richtige Seite. Zack. Take the boost. So, und jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Da kommt jemand mit dem Stern. Concentration. Oh, 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 der Pilz war nicht... Oh, das war gerade. Ah, die Boosts immer in der Mitte. Ja, es ist eigentlich noch gut dabei. Dabei passt's. Schön weiter so, Shy Guy. Ich darf nur nicht in der Kurve hier. Diese 2 Kurven sind sehr gefährlich, weil wenn man da angestoßen wird am Rand, kannst du nicht viel tun und jo. Ciao. Dann passiert dieser... Ja! Oh! Holy shit, habt ihr das gesehen? Well, that shit was knapp. Oh, gerade noch den Stunt geholt. Boah, also da war jetzt auch Glück dabei. Hätte schon fast wieder meinen klassischen. Wow. Okay, schön genommen. Nein, 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 Blitz. Achtung. Aufpassen. Blitz in Danger. Oh, wow. Oh, diese Banane. Gott sei Dank. Die Rainbow Road als erster abgeschlossen. Ja, Bowsers Festung hat es uns versaut, leider. Aber trotzdem. Passt, meiner Meinung nach. Hat gepasst. Auch hier wieder mittlere Leistung, würde ich behaupten. Aber man muss schon sagen, hier Rainbow Road. Ein bisschen Glück war schon dabei. Weil einmal wäre ich fast runtergefallen. Aber nee, war ja geplant. Also, man muss ja auch sagen, es war geplant. Alles geplant. Aber wie gesagt, ich finde die Rainbow Road nicht so schlecht, wie alle sagen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr sie? Ja. Wow, nicht mal mehr ein Stern. Ein neuer Charakter aber dafür. Und wer das ist, das sehen wir im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Man muss also wirklich den Baum genau treffen. Ja, okay. Wusste ich wirklich nicht. Also, das...